Ich würde Ihnen gerne etwas vorlesen, Chef. Ich arbeite, Marcella. Liebe Ehemalige von Grosse Pointe High, jetzt ist es schon 10 Jahre her, dass ihr die Highschool verlassen habt. Du nervst, stör mich nicht bei der Arbeit. Ich weiß ehrlich nicht, was ich mit denen noch anfangen soll. Was soll ich denn sagen? Ich habe den Präsidenten von Paraguay mit einer Gabel erledigt. Und, was machst du so? Treffen Sie ein paar alte Freunde, trinken Sie Bowle, besuchen Sie, wie heißt sie noch? Debbie. Bringen Sie ein paar Tage keinen um, entdecken Sie dieses neue Gefühl. Ich leg's drauf an. Nein, nein, legen Sie nicht an, legen Sie auf keinen an. Ich bin Psychiater für Haustiere. Ich verkaufe Sofaversicherungen. Ich leite eine Männergruppe. Wir haben uns auf Ritualmorde spezialisiert. Hi, ich bin's, Martin. Erkennst du mich wieder? Oh, ich weiß, wer du bist. Hab ich was verpasst? Seit du mich beim Abschlussball hast sitzen lassen und spurlos verschwunden bist? Mhm. Willkommen zu Hause. Ich baue gerade eine kleine Organisation auf. Wie, eine Gewerkschaft? Hast du Ärger? Im Moment nicht. Herzlich willkommen, Freunde. Du hast dich nicht verändert, Martin. Sag das nicht. Was machst du, Martin? Profikiller. Oh, ganz hervorragend. Eine Branche mit Zukunft. Braucht man dafür ein abgeschlossenes Studium oder kann man einfach so einsteigen? Ich habe den Auftrag, sie zu töten, aber ich werde es nicht tun. Sei es, weil ich ihre Tochter liebe oder den Respekt vom Leben neu entdeckt habe. Der Penner liebt entweder die Tochter von dem Typ oder er hat den Respekt vom Leben neu entdeckt. Debbie, ich liebe dich. Und ich weiß, dass es dieses Mal funktionieren wird. Es fällt mir nicht leicht, ich habe meine Gefühle immer unter Kontrolle. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu ändern. Schließ dich doch der Gewerkschaft an! Haltet ihr da auf Versammlung ab? Na klar! Ohne mich! Ich möchte, dass du drüber nachdenkst. Du brauchst nicht gleich zu antworten. Aber Debbie, willst du mich heiraten?